Hallo, ich möchte euch heute meinen neuen Rucksack, den Lowpro Tahoe B450, vorstellen. Wie man sieht, der schaut recht klein aus. Den habe ich mir deswegen gekauft, weil ich demnächst mit dem Flieger nach Lissabon fliegen möchte. Und der soll dann im kleinen Handgepäck verstaut werden. Und wie ihr alle wisst, hat Ryanair die Handgepäckbestimmungen zum Negativen hin verändert. Das heißt, ein kleines Handgepäck, das unter den Sitz passen darf, maximal 40 x 25 x 20 cm in Abmessungen besitzen. Meine große Amazon Basics Kameratasche bzw. Kamerarucksack passt da mit seinen Abmessungen nicht darunter. Der ist zu groß und ich habe halt sehr lange gesucht nach einem passenden Kamerarucksack, in dem ich dann eben meine Mavic 2 Pro samt Zubehör und meine Panasonic Lumix FZ1000 Bridge Kamera unterbringen kann. Und das war eine sehr, sehr schwierige Suche, weil egal wo man schaut, bei welchem Hersteller, findet sich also kaum ein Rucksack, der diesen Abmessungen entspricht. Entweder ist er so groß, dann passt alles rein, oder ist so klein und es passt eben nur die Mavic rein, aber nicht die Kamera. Und ich war auch in diversen Läden, habe mir Rucksäcke angeschaut und ausprobiert, bin also nicht wirklich zufrieden gewesen. Und irgendwie mehr durch Zufall auf der Seite von Lowpro habe ich diesen Rucksack hier entdeckt, den Tahoe B450. Und der hat also hier sehr genau diese Ryanair-Abmessung, also der hat hier 40 cm in der Höhe, das passt. Dann ist er etwa 20 cm tief und hat ungefähr eine Breite von ja, etwas über 26, aber man kann ein bisschen hier zusammendrücken und dann hat man die 25 cm. Das heißt, er würde also genau in so ein Ryanair-Maßsystem reinpassen und man dürfte damit auch keine Probleme haben, einen Flieger zu bekommen. Und ich stelle euch die Tasche jetzt mal vor und zeige euch mal, wie ich da die Mavic 2 Pro am Zubehör und noch viele andere Dinge neben meiner Bridge-Kamera unterbringe. Ich habe beide Rucksäcke hier auf dem Tisch liegen. Hier sieht man auf der rechten Seite den Amazon Basics Rucksack, der die große Version darstellt und der hält in keiner Dimension die reine Handgepäckmasse ein. Ist aber, wenn man jetzt hier aufmacht, muss man schon sagen, recht geräumig. Da passt eine ganze Menge rein. Den hatte ich auch auf meinem letzten Urlaub in Malta dabei, Drohne, Kamera und noch vieles mehr. Aber wie gesagt, wir wollen uns ja heute nicht mit diesem Rucksack beschäftigen, sondern mit dem Lowpro Tahoe BP150. Ich zeige euch erstmal, wie der Rucksack hier aufgebaut ist. Der hat hier einmal, wie man sieht, hier so ein sehr kleines Fach, hat er am äußeren Bereich hier der Deckels und besitzt hier nochmal ein größeres Fach, wo man einiges verstauen kann. Das heißt, der hat hier so eine Unterteilung mit mehreren so Kleinfächern fürs Smartphone, hier für den Schlüssel so ein Karabinerhaken. Und es geht auch bis hier ganz runter in den Rucksack hinein. Dann, wenn man hier aufklappen, dann haben wir hier nochmal ein Fach für eine Micro-SD-Karte zu verstauen. Und man sieht hier das sehr gut gepolsterte Innenleben. Das hier ist so ja, etwa diese Standardaufteilung, die hatte ich jetzt schon ein paar Mal draußen und wieder reingesetzt. Sieht nicht mehr so ganz toll aus. Jedenfalls, da, wenn man das auf den ersten Blick sieht, dachte ich erstmal, boah, das wird nicht funktionieren. Aber hier haben wir eben auch nochmal ein Fach, das auch nach unten gepolstert und auch flexibel hier ist, wo halt eben dann noch andere Dinge verstauen kann. Und natürlich hier an den Außenseiten hat er eben nochmal so eine Tasche, da kann man zum Beispiel sogar eine große 1 Liter Flasche drin verstauen oder wenn man will, halt eben auch 2 Flaschen, weil er halt eben hier auch nochmal so ein Fach hat. Ja. Passt natürlich da nicht mehr mit den reinen Handgepäckmaßen zusammen. Hat einen recht stabilen Boden, aber eben keine solchen ja, gummierten Füßlein. Das heißt, wenn der Boden halt nass oder schmutzig ist, wird er halt der Rucksack auch schmutzig. Hier die Rückseite ist gut gepolstert, damit am Rücken auch nicht schmerzt und genauso wie hier die Schulterriemen. Was er halt nicht hat, wie man sieht, man kann den Riemen zwar hier verstellen, aber es gibt keinen Bauchgurt. Ne? Hier bei dem Amazon-Rucksack gibt es halt eben auch nochmal einen Bauchgurt, was die Sache ein bisschen praktischer macht. Und hier ist nochmal eine zusätzliche Arretierung an der Seite, die man dann öffnen oder schließen kann, je nachdem zusätzlich zum Reißverschluss halt eben nochmal Sicherheit bietet, damit das auch wirklich verschlossen bleibt. Ja, jetzt wollen wir einfach mal schauen, ob das, was wir hier sehen, alles in den Rucksack hineinpasst, also die Mavic, die Bridge-Kamera, einen dicken Reisenführer und halt eben auch die Akkus und das ganze Zubehör von der Kamera. Ja,
Dazu muss man natürlich die Innenaufteilung erstmal ein bisschen verändern, weil ich habe herausgefunden, dass also die beste Unterbringung für die Drohne hier an der Seite eigentlich aus meiner Sicht ist. Hier ist die Mavic 2 Pro. Die lege ich hier in die Seite rein und da ist sie auch relativ gut geschützt. Und hier ist ja auch nochmal ein Seitenpolster, also wenn man hier dran stößt, sollte der Drohne eigentlich nichts passieren. Und dann können wir das hier auch nehmen und eben so befestigen. Ja, das finde ich hält recht gut. Im nächsten Schritt können wir dann auch die Kamera, das ist die Panasonic FZ1000, verstauen. Das führt zwar dazu, dass sich das hier ein bisschen nach oben ausbeult, ist aber nicht dramatisch, weil das ist auch so gedacht, das ist ja recht flexibel. Und hier an der Seite haben wir sogar noch Platz, um den Schultergurt von der Kamera zu verstauen. Jetzt im nächsten Schritt die Fernsteuerung der Mavic 2 Pro, die können wir hier reinstecken. Die schaut jetzt mal ein bisschen raus. Der Deckel geht aber trotzdem zu und der Reißverschluss ebenfalls. Also das ist kein Problem. Ja, wollen wir gleich auch ausprobieren. So. Und jetzt wird spannend, weil jetzt kommen natürlich auch noch die Akkus zum Tragen. Dazu können wir hier nochmal das Fach weiter unterteilen, dass wir halt quasi jetzt nochmal zwei kleine neue Fächer haben. Und das sieht dann jetzt so aus. Dann können wir nämlich dann hier den einen Akku reinlegen und hier können wir den zweiten Akku reintun. Das sitzt dann auch relativ fest. Was haben wir noch? Dann haben wir hier das Ladegerät, und zwar das aus dem Flymore Kit mit der kombinierten Ladung von 4 Akkus. Das passt hier noch problemlos rein. Und das passende Netzteil dazu natürlich auch. Das passt sehr schön hier unten nebeneinander. Da könnte man jetzt, wenn man wollte, hier oben noch irgendwie vielleicht sich so eine Schaumstoffabdeckung basteln, aber das sitzt ja relativ fest. Und hier oben das Fach, das ist jetzt noch frei. Und in das Fach lege ich jetzt hier mein Ladegerät von meiner Kamera hinein. Noch ein Ersatzakku für die Kamera. Dann das Anschlusskabel fürs Ladegerät, das ja auch hier für das Netzteil von der Mavic 2 Pro genauso verwendet werden kann. Ist sogar noch ein bisschen Platz für mehr. Ja, vielleicht noch das. Und jetzt können wir das so machen. Ja, und wie man sieht, das passt alles wunderbar hinein. Jetzt machen wir den Rucksack zu. Und wie man halt sieht, funktioniert das auch problemlos. Und wir haben also hier immer noch die Maße, die eingehalten werden, und man kann es immer noch ein bisschen zusammendrücken. Also das sollte bei Ryanair kein Problem geben. Hält also alles wunderbar. Der Rucksack steht auch hier so auf dem Boden von ganz alleine. Finde ich auch toll. Aber wir sind da richtig fertig. Es geht noch ein bisschen was mehr rein. Hier an der Stelle kommen meine Freewell-Filter hinein, die ich halt auch immer dabei habe, wenn ich mit der Drohne unterwegs bin. Das Filterset legen wir hier rein, könnte man auch noch was anderes hineintun, aber das Fach geht nur bis hier hin, also nicht bis ganz runter. Dann klappen wir hier auf. Wie gesagt, man kann es nicht so ganz aufmachen und können dann hier diesen fetten Reiseführer mit 370 Seiten von Wedeka auch problemlos verstauen. Den schieben wir einfach hier rein, dann ist der weg. Dann noch das Smartphone. Ich benutze immer ein separates Smartphone, weil ich keine Smart Control habe für die Mavic 2 Pro. Das ausschließlich nur dafür dient, eben die Mavic 2 zu steuern. Das kann ich dann hier problemlos hineinschieben. Dann ist es weg. Ja, bevor wir jetzt das Ganze abmessen, vielleicht noch einen kurzen Anwendungsfall. Ich habe hier so ein kleines Gorilla-Pod-Stativ, das ich dann für meine Lumix-Kamera verwende. Das könnte ich jetzt auch hier wunderbar in der Seite verstauen. Und da zeigt sich auch hier, warum in dieser Seite dieser Verschluss angebracht ist. Da kann man nämlich tatsächlich, auch wenn man ein größeres Stativ hat, das vermutlich dann auch hier an der Seite nochmal separat fixieren, damit es halt eben nicht hier rausfällt. Ne? Passt also wunderbar. Wie gesagt, im Flieger geht es natürlich so nicht, weil es zu breit ist. Aber das Stativ kann man ja auch ins Aufgabegepäck tun. Und jetzt wollen wir mal anschauen, wie es aussieht mit den Maßen. Also wie man sieht, hier habe ich jetzt ein
eine Höhe von, wie man sieht, genau 40 cm. Das entspricht genau dem Rhein-Erd-Maß, also hervorragend. Ja. Dann, wenn wir hier uns das anschauen, sieht man es natürlich schlecht in der Kamera, da müsst ihr mir jetzt einfach glauben, da bin ich jetzt bei, ich sag mal, na, ungefähr 19, 20 cm, fast also auch. Lediglich hier mit der Breite, da bin ich jetzt so bei schon fast bei 27, na, sagen wir mal, wenn wir es ganz exakt machen, sind die 25 ungefähr hier. Aber man kann das ein bisschen drücken. Und wenn man es jetzt hier so ein bisschen drückt, sieht man schon, da komme ich auf die 25, zumal das hier oben schmäler wird. Und hier bin ich ja schon bei 25. Also der passt auf jeden Fall in die Ryanair Maßbox hinein, problemlos. Und so kann man den halt eben auch mitnehmen. Im kleinen Handgepäck unterm Sitz verstauen. Und das andere, das Aufgabegepäck, das war ja mein Ziel. Das wollte ich auch in der Sicherheitskontrolle nicht irgendwie aufmachen müssen. Und falls dann doch irgendwie im Frachtraum gelagert wird, wäre es halt blöd, wenn da die Drohne drin wäre oder die Kamera, weil es dann doch irgendwo immer ein Risiko birgt, dass die Dinge halt verschwinden. Und Akkus und solche Sachen, die müssen ja sowieso ins Handgepäck hinein. Das ist ja so Vorschrift. Ja, ich hoffe, dass euch meine kleine Review von dem Rucksack gefallen hat. Ich habe den nach unten verlinkt zu Amazon. Dann könnt ihr ihn auch gleich kaufen. Der kostet ja, um die 50 Euro. Der UVP liegt ungefähr bei 80 Euro und Lowbro ist ja auch ein Markenhersteller. Das ist nicht irgendein Rucksackhersteller. Wird zwar auch in China produziert, aber wie man halt sieht, die Verarbeitungsqualität ist gut. Der Griff ist auch hier recht stabil und wie gesagt, lässt sich auch sehr gut tragen und ist halt eben schön klein und optimal für so einen kurzen Städtetrip oder einen kleinen Urlaub, die Drohne und eben auch die Kamera zusätzlich mitzunehmen. Ja. Für den Transport von der Spiegelreflex und der Drohne wird es allerdings schwierig, wenn man dann noch zusätzlich Wechselobjektive hat. Aber wie gesagt, für so eine kleine oder eine Systemkamera mit einem Objektiv ist der Rucksack hervorragend geeignet. Ich kann den auf jeden Fall weiterempfehlen. Freue und bedanke mich, dass ihr meinem Video hier bisher gefolgt seid und würde mich auch über ein Abo freuen und ein Like auf mein Video, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.